Guten Morgen, Freitag, 8.45 Uhr, die erste Stunde ist schon rum und das Wetter wird richtig schlecht und der ein oder andere hat mich schon gefragt hier im Dorfe, wie ich diese Zeitrafferaufnahmen mache und heute ist die Wolkenbildung richtig gut. Ich zeige das mal kurz und dann schalten wir auch in das Intro um mit der Zeitraffer. Da sieht man die Kamera stehen, da steht die Kamera, die ist auch ein bisschen festgebunden. Man weiß ja nie, ob das Stativ nicht doch, weil es ist auch windig draußen, nicht umkippt. Also, schalten wir um in das Intro mit der wunderbaren Wolkenbildung und der Zeit. Man glaubt es kaum, ich muss richtig jetzt wieder mit Kunstlicht arbeiten und das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Draußen haben wir richtig starken Regen, es ist kuschelig hier im Büro und das Thema Wolken und dunkle Wolken am Horizont, das passt eigentlich ganz gut zum heutigen Vlog, was ich mal so ansprechen wollte, nämlich das Verhältnis zu Kunden, wenn das mal etwas strapaziert wird. Ich bin ja schon seit 1991 selbstständig, wir haben jetzt das Jahr 2017. Kann ja jeder mal nachrechnen, wie lange das jetzt schon so andauert. Und in so einer langen, doch relativ langen Zeit, ich will jetzt hier nicht irgendwo den alten guten Lehronkel raushängen lassen, hat man schon so einiges erlebt, was auch Kunden angeht. Ich möchte eine Geschichte mal zum Auftakt bringen, die so ein bisschen das Verhältnis deutlich machen soll, zu dem ich stehe, deswegen steht auch im Titel Augenhöhe. Wir haben Mitte der 90er Jahre mal so das ganze Thema Webdesign, Webseitenerstellung und so weiter auch mit im Geschäftsportfolio gehabt und hatten ein Unternehmen, damals zu Gladbacher Zeiten, im näheren Umfeld als Kunden. Und es war Freitag, so wie heute Freitag ist. Und es war Freitag im Sommer und es stand, oder Freitag im Herbst und stand an dem Samstag die Fahrt für eine Woche in den Urlaub an. Also war der Freitag schon so ein bisschen gepackt. Ich hatte damals noch zwei studentische Aushilfen an dem Nachmittag da, die mich unterstützt haben. Wir haben alles soweit wirklich rund gemacht und bekamen dann so nachmittags 4:30 einen Anruf von einem Industrieunternehmen, was wir eben mit einer Webseite betreut haben. Ja, er hätte noch ein paar Bilder und Texte, die wir doch bitte einbinden sollten. Er wird uns das jetzt per E-Mail zuschicken und so weiter. Und es wäre super, wenn wir das direkt heute noch machen könnten und so weiter und so fort. Ich habe dann gesagt, sorry, das wird nicht hinhauen. Wir sind total pickepacke dicht bis in den Abend und wir fahren den nächsten Tag in Urlaub und dann müsst ihr eine Woche warten. Riesendrama, das ginge nicht und so weiter. Dann habe ich gesagt, schauen Sie mal, das ist genauso wie in der Autowerkstatt. Die ganzen Hebebühnen sind alle voll mit Autos. Wir haben zu tun. Der Tag heute ist dicht und nächste Woche machen wir den Laden zu. Da tut es mir schrecklich leid. Ja, Riesenärger. Maule. Ich sage, schicken Sie es rüber, wir gucken mal, was wir machen können. Wir haben uns dann mit den zwei studentischen Aushilfen bis abends um kurz nach 9 hingesetzt und haben die Texte und die Bilder online gesetzt. Und dann habe ich am ersten Tag aus dem Urlaub heraus dem Kunden die Kündigung geschickt. Um das abzuschließen, danach waren der Kunde und ich die besten Freunde. Warum schätze ich das so ein? Der Kunde hat gemerkt, dass er in Anführungszeichen es echt überreizt hat, weil ich habe ganz offen und ehrlich gesagt, wir packen das nicht. Und er hat aber darauf bestanden, wir haben es gemacht, haben uns wirklich gebogen, haben auch gezeigt, dass wir Leistung bringen können. Und danach, um für mich eine Abgrenzung zu fahren, habe ich ihm die Kündigung geschrieben. Das ist für mich total wichtig, dieses Arbeiten auf Augenhöhe mit dem Kunden. Der Kunde ist König. Wir sind hier nicht in der Monarchie. Das tut mir schrecklich leid. Der Kunde bezahlt dafür, dann kann er auch seine Leistung bekommen. Leistung im fachlichen Sinne. Aber das heißt nicht, dass man ihm rund um die Uhr zur Verfügung steht, außer man hat das vertraglich zum Beispiel definiert. Dann unterwerfe ich mich dem natürlich. Aber ansonsten, dass ich sozusagen für den der Hans Dampf in allen Gassen bin und dass er mal eben anrufen kann und hat seinen Platz, weil ich bin ja Kunde bei Ihnen, das haut so nicht hin. A, hat man noch andere Kunden
Und B, ist es total wichtig, so finde ich das, auf Augenhöhe, nochmals, es ist total wichtig, auf Augenhöhe mit dem Kunden zu arbeiten. Man ist ein Element mit im Dienstleistungsbereich. So, und da kann man sich auch ganz deutlich von verabschieden, wenn man da nicht glücklich ist. Das halte ich für total wichtig, weil man tut sich als Selbstständiger keinen Gefallen damit, wenn man total unglücklich mit jemandem zusammenarbeitet, wo das Verhältnis nicht stimmt, dann kommt auch keine gute Qualität raus. Also es ist immer besser, wenn ein Kunde sich meldet und man sagt, oh super, netter Kunde, alles toll, macht riesen Spaß, als wenn die gesamte Mannschaft im Hintergrund oder man selber sagt, ach du große Neune, der schon wieder, der regt mich ja jetzt schon auf. Da ist das Verhältnis in Anführungszeichen doch nicht ganz stimmig. So, und das Problem ist, wenn man jetzt in keinem großen Unternehmen ist, wo man die Personen vielleicht auch mal austauschen kann, im Vertrieb wird das zum Beispiel gemacht, da geht man mal hin und sagt, komm, du kommst mit dem nicht klar, wir setzen einen anderen Vertriebsmitarbeiter drauf an, da stimmt die Chemie vielleicht besser. Wenn das aber nicht klappt, wie in so einem Beratungsverhältnis, wo es wirklich One-to-One läuft, dann ist es einfach mal irgendwann an der Zeit, dass man wirklich ganz offen miteinander redet. Das halte ich für total wichtig, dass man wirklich dem Kunden sagt, Entschuldigung, das geht so nicht, das ist so nicht möglich, nur unter den und den Parametern. Und wenn der Kunde das nicht versteht, dann muss man da wirklich eine Abgrenzung fahren. Ich stehe wirklich so ein bisschen auf dem Standpunkt, ich werde noch eine andere Folge zum Thema Preisfindung machen und Angebote, dass man sich dann wirklich trennt und seine eigene Arbeitsleistung und diese Energie, die man in diesen ganzen Ärger immer reinsteckt, in andere Projekte steckt. Man hat unterm Strich mehr davon. Ganz wichtig ist auch, wenn man von Anfang an schon merkt, dass das Verhältnis nicht ganz stimmig wird, dass da irgendwas nicht ganz gerade läuft, dass man das ganz offen anspricht, dass man sagt, wir haben einen schlechten Start, wir müssen das jetzt schon ändern, ich sehe da Probleme auf uns zukommen und. Das ist besser, als wenn man irgendwas in das Projekt mit reinträgt und nachher geht es in die Eskalation. Da hat keiner was davon. Dann wird es eventuell sogar noch juristisch oder finanziell, wie auch immer. Und dann erleidet man ja noch regelrecht Schaden daraus. Also das ist für mich ganz wichtig, deswegen auch der Titel nochmal, Augenhöhe, auf Augenhöhe. Man hat etwas geleistet, man stellt sich draußen als Dienstleister dar und deswegen stehe ich auch auf dem Standpunkt, dass jeder, auch Mitarbeiter, einen bestimmten Stellenwert hat. Ja? Das sind nicht irgendwelche Menschen, die man so rumschubst, das geht nicht. Und bei Dienstleistern ist das genauso. Dienstleister haben irgendwo auch ihre Grenze, wo sie sagen, also sorry, so weit und weiter geht's leider nicht. Das sollte man miteinander wirklich pflegen, weil dann funktioniert es auch besser. Dann ist der Dienstleister auch bereit, mehr zu leisten. Wie im Falle eben des Beispieles Webseitengestaltung, Bilder einpacken, Text reinpacken, obwohl man in den Urlaub fährt. Ja? Nur da war es eben auch so gewesen, da war das Verhältnis schon eine geraume Zeit ziemlich angespannt und das ließ dann wirklich so das Fass überlaufen. Ja, und dann geht es halt irgendwo in die Eskalation. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da teilweise wirklich stolz drauf, wenn ich bestimmten Anfragenden auch sagen kann, nein, das tue ich nicht, das mache ich nicht, da habe ich keine Freude dran, sondern ich habe Freude an anderen Dingen. Das ist befreiender für einen, dann weiß man auch, wofür man selbstständig ist. Es würde mich interessieren, wie Sie das draußen sehen, wie Sie mit den Kunden umgehen, ob Sie sich da bis zum Letzten biegen oder ob es bei Ihnen auch eine Grenze gibt. Ich freue mich auf ein Feedback und sage bis bald, Michael Klims.